Ja, ich denke, klar ist, dass Kevin Kraus und Matze Wittek ausfallen werden. Und bei Robert Strauß sieht auch so aus, dass es eher nicht gehen wird. Und ansonsten sind momentan alle im Training. Also ich glaube nicht, dass Timo Bermann zufrieden ist, wenn ich sage, er ist bloß eine Erfindung oder ein Versuch, sondern wenn wir mal an letztes Jahr denken an München, die Innenverteidigung war Göllert Bermann und auf der rechten Verteidigerposition haben wir dieses Jahr schon öfters gewechselt. Die Konstante ist Arne Feig, aber da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Alle haben schon oft genug bewiesen, dass sie da Stabilität reinbringen und auch unserem Spiel gut tun. Na, ich glaube nicht, dass wir Favorit sind. Auch wir haben jetzt die letzten Ergebnisse, warten jetzt auch schon wieder auf einen Sieg, wenn man mal das Pokalspiel in Sandhausen ausnimmt. 60 hat nach dem Trainerwechsel schon sehr überzeugende Leistungen auch gezeigt. Wenn ich da an das 0-0 in Braunschweig denke, wenn ich an den Pokalsieg in Mainz denke, wenn ich selbst in Unterzahl an das 4-4 in Paderborn denke, vor allen Dingen der Sieg 2-0 gegen St. Pauli. Also schon eine Mannschaft, die zuletzt nach dem Trainerwechsel auch gute Ergebnisse erzielt hat. Von daher, das wird wieder ein enges Spiel. Aber wir wissen auch, dass wir in der Lage sind, gegen 60 auch was zu holen und idealerweise 3 Punkte. Ja, natürlich. Ich denke, wir sind derzeit 7 Punkte vor 60. Bei einem Unentschieden bleiben 7 Punkte und wir haben auch die Chance, mit einem Sieg uns mit 10 Punkte von 60 abzusetzen. Ich glaube schon auch, dass jetzt mit Beginn der Rückrunde auch die 60er jedes Spiel nutzen wollen, natürlich, um da hinten rauszukommen. Aber wir haben die Chance, unsere Tabellensituation zu festigen, den Abstand auf unten zu halten oder zu vergrößern. Von daher ist es immer eine Chance. Und gerade auswärts, wenn man immer die Spiele auch nimmt, haben wir ja über weite Strecken auch stabil gespielt, haben uns die Punkte ein Stück weit auch verdient geholt, wenn ich jetzt an das Spiel in Bochum denke oder jetzt auch in Paderborn. Deswegen freuen wir uns einfach auf das Spiel jetzt gegen 60 in München. Naja, das stimmt ja so nicht. 60 hat mit 20 Gegentore, wenn man mal die Mannschaften unten drin nimmt, haben sie relativ wenig Gegentore bekommen. Allerdings haben sie auch nur, ich glaube, 14 geschossen, die wenigsten in der Liga. Deswegen denke ich schon, dass es nicht darauf rauslaufen wird, dass beide Mannschaften da mit offenem Visier von Beginn an agieren werden, sondern Stabilität wichtig sein wird. Aber wir haben es ja in Bochum gezeigt, dass wir selbst bei dem Spiel in Bochum uns überhaupt nicht angefangen haben, da hinten uns reinzudrängen zu lassen, nur auf Konter zu setzen, sondern wir haben gerade in der ersten Halbzeit das Spiel von Minute zu Minute besser in den Griff bekommen, auch unsere Offensivakzente gehabt, teilweise früh gestört und deswegen wird die Balance wieder stimmen müssen. Und wir spielen selten ein Spiel mit einer Marschroute, sondern wir variieren da auch und ein Stück weit auch auf der des Gegners natürlich abhängig, aber auch des Spiels an sich. Das wird man dann sehen, wie wir ins Spiel reinkommen und dementsprechend wird sich dann das Spielgeschehen immer wieder auch verlagern. Also wir haben ja gerade jetzt in den letzten Spielen immer Gegner gehabt mit den Top-Stürmern. Wenn ich an Freiburg denke, Petersen, wenn ich jetzt an Terodde denke, allerdings hat Napa gespielt und da sind wir schon selbstbewusst genug, dass wir wissen, dass wir auch sehr gut verteidigen können, aber ich denke, es ist die Kombination bei 60. Ihre drei wichtigsten Spieler spielen im Zentrum mit Okot hier vorne drin, keine Frage. Er ist wieder erstarkt, hat eine gute Form, das merkt man auch, dass er wieder auch an Schnelligkeit zugelegt hat, auch an Handlungsschnelligkeit, dass er ein gutes sehr gutes Kopfballspiel hat, das wissen wir ja sowieso. Aber vor allen Dingen Lindl und Adlung, sage ich mal, auf den Zehnerpositionen oder hinter Okotie, die sind sehr wichtig für das Spiel der Löwen. Und auch da wird für uns wichtig sein, diese Spieler, gerade Lindl, im Rückraum gar nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, wenig Raum mit Ball zu lassen. Und Adlung, ein Spieler, der sehr beweglich ist, immer wieder in die freien Räume geht, der technisch sehr gut ist. Also es ist nicht nur Okotie, wie immer sind es mehrere Spieler und gerade diese drei Positionen gilt es für uns einfach gut zu verteidigen, um den ersten Schritt zu machen, um wieder gut zu stehen in der Defensive. Ja, klar, ich denke, gut, jetzt bis jetzt nicht, aber logischerweise in der nächsten Woche. Trotzdem finde ich es gut, dass wir jetzt eben schon Freitag spielen, dann wieder Dienstag und Samstag, das heißt, es ist ein gleicher Rhythmus, wir haben immer 1,5 Tage drin, wo wir regenerieren, wo wir eher weniger in die Belastung gehen, um dann 1-2 Tage vor dem Spiel wieder die Spannung aufzubauen. Aber
nochmal, ist jetzt nicht so, dass wir wie zuletzt Mittwoch und dann gleich wieder Samstag spielen. Das war das Problem, ein Stück weit für uns ein Problem nach dem Sandhausen-Spiel mit dem Union-Spiel. Ich denke, das hat man auch gesehen. Jetzt haben wir einen Tag jeweils mehr drin. Aber Fakt ist, und das haben wir uns schon vor Wochen gesagt, dass das eine perfekte Abschlusswoche ist. In 8 Tagen 3 Spielen zum Jahresende, wo man noch so viel erreichen kann, wo man auch nach wie vor die beste Vorrunde, wenn man so will, spielen kann. Das treibt uns an, das motiviert uns und deswegen wollen wir da schon anfangen, haben jetzt in Bochum schon einen Punkt geholt, der war sehr wichtig für uns, aber wollen jetzt da einfach mit dem Spiel in München dort weitermachen, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen und dann auch wieder noch mehr Selbstvertrauen mitnehmen auf dem Weg nach Aue. Ich kann darauf nur professionell antworten. Ich denke mal, gerade aus unserer Sicht ist für uns wichtig, uns auf das Sportliche zu konzentrieren. Und natürlich, vielleicht ein Satz noch dazu. Es war nie unser Interesse, dass 60 hier mit roten Stutzen auflaufen muss. Aber dass dann damals die Dinge verdreht worden sind und jetzt nochmal in einer komplett falschen Art und Weise rübergebracht wurden, das können wir hier nicht verhindern. Und ich möchte eigentlich gar nicht so viel sagen, weil dann wird die Diskussion weiter angeheizt. Ich denke, wie gesagt, wir konzentrieren uns auf Sportliche, bereiten uns professionell vor und brauchen nicht irgendwelche andere noch Randnotizen oder Motivationshilfen. Es geht um Fußball und das andere, es muss 60 für sich beantworten, wie sie in die Geschichte reingekommen sind. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Gar nicht. Also ich kann eins versprechen, wir gehen in das Spiel rein, wie wenn es gegen 60 morgen, wie wenn es das letzte der Saison wäre. Und wir konzentrieren uns da wirklich auf dieses Spiel, weil es auch ein sportlich sehr wichtiges Spiel für uns ist, weil wir, wie gesagt, die Chance haben, unsere Position weiter zu festigen. Und deswegen ist Aue ganz weit weg. Aber natürlich, wenn das Spiel dann morgen vorbei ist, werden wir dann schnell den Fokus auf Aue legen. Das ist natürlich eine interessante, anspruchsvolle Aufgabe mit einer großen Chance, aber daran noch keinen Gedanken dran verschwendet. Zumindest nicht belaste ich damit nicht die Mannschaft, sondern ganz klar das Signal, morgen wollen wir wirklich so spielen, wollen alles reinwerfen in dieses Spiel, um erfolgreich zu sein. Es wäre ein großer Fehler, irgendwo darauf bedacht sein, im Reservetank was drin zu lassen, weil man ja schon wieder spielt. Das ist überhaupt nicht unser Thema. Ja klar, man freut sich aufs Spiel, einfach wieder spielen, den Punkt in Bochum am besten mit weiteren Punkten halt zu vergolden und ja, klar, Allianz Arena, das ist schon eine schöne Sache wieder, aber ich denke, wir freuen uns mehr, einfach das Spiel zu gewinnen. Ja klar, 1860 ist ein großer Name, die haben auch einige gute Spieler oder größere Namen in ihren Reihen, aber wie gesagt, sie stehen weit unter uns in der Tabelle und von daher können wir da mit breiter Brust hinfahren und versuchen da auf jeden Fall was zu holen. Und ja, Respekt hat man, aber sicherlich keine Angst irgendwie vor 1860. Ja, ich denke, ich bin auf einem guten Weg. Klar, wenn man lange nicht spielt, dann ist es manchmal nicht so leicht reinzukommen. Aber ja, man versucht immer sein Bestes. Zu meinen Kollegen, ich sag mal, wir trainieren ja auch im Training oft zusammen. Es wechselt sich ja auch häufiger. Sicherlich habe ich mit dem Tim noch häufiger zusammengespielt, zusammen trainiert als mit den anderen beiden oder mit dem Zimbo. Aber ja, ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind.